Herzlich willkommen zu The Forest. Ja, ich habe mir gedacht, ich fange das jetzt einfach mal an, so als, vielleicht als Test, Video oder sowas. Ja, mal gucken, ob wir uns im Wald, bestehen können, sage ich jetzt mal. Wir werden sehen. So, ja, für alle, die The Forest nicht kennen, es ist ein Survival-Horror-Game, glaube ich, dass es so heißt, ist, ja. Und, alles Weitere wird das Spiel uns erklären und, ich bin relativ schlecht da drin. Ich habe es mal angetestet. Ja, zum Rumgucken und Rumschauen ist es okay, das kriege ich noch hin, aber, wie ich das andere hinkriege, weiß ich nicht, aber das, ja. Ich bin neu hier. Ich mache das zum ersten Mal hier. Und wir schnacken mal nicht lang und fangen einfach an. So, wir sind ja noch alleine, Einzelspieler. Und neues Spiel. Wir spielen natürlich auf normal. Weil, wie ihr sehen könnt, stärkere Gegner, schwereres Überleben. Ein hartes Überleben, stärkere Feinde, härteres Überleben. Also, ist sehr hart. Friedlich natürlich, können wir nur bauen. Keine Gegner. Dann bauen wir halt nur. Aber wir wollen halt auch ein paar Gegner dabei haben und, machen wir normal. So, Tipp. Halte deine Energie hoch, indem du regelmäßig isst. Ja, das kennen wir ja aus dem normalen Leben auch. Also, viel Energie heißt viel Essen. Beziehungsweise viel Essen heißt auch viel Energie. Ja, macht irgendwie dann auch Sinn. So. Gib mir meinen Sohn zurück. Das ist meiner. Ja, und damit herzlich willkommen zu The Forest, das Survival Game. Ja, wir sind gerade abgestürzt. Wir wollten nach Hause und jetzt sind wir abgestürzt. Wir müssen erstmal Energie tanken. Lecker. Erstmal ein bisschen Proviant. Medikamente sammeln. Ja, gut. Eine In-Touch. Gut. Du bist der. Gut. Wir müssen ja irgendwie raus. Also vorne können wir raus, ja, aber wir müssen ja noch ein bisschen Energie tanken. Aber ja, durch den Wald müssen und unseren Sohn suchen müssen. Der ist ja, wie ihr gesehen habt, gerade entführt worden von Eingeborenen. Ja, die gute Frau hat es auch hinter sich. Nicht schön. Gut. Das war mal ein Flugzeug. Hier vorne fehlt eine Ecke. Gott, wir sollten
sammeln. Weil wir hier auch ein bisschen was craften müssen. Stock nehme ich mit. Was die Leute alle so drin haben. Ah, da kommt jemand aus New York. Gut. Was haben wir denn hier da hinten noch? Na, der Stuhl hat es auch hinter sich. Muss natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind hier mitten im Wald gelandet. Huch. Hier lauern auch Gefahren. Die Eingeborenen. Oder war noch was? Den Stock nehme ich gerne. Die Eingeborenen, und die mögen uns gerne mal ein bisschen an den Kragen gehen. Und darauf habe ich nicht wirklich Bock. Ja, Tiere gibt es natürlich auch. Das ist natürlich auch ein bisschen was jagen, weil sonst überleben wir das alles hier nicht. So. Schauen wir mal kurz ins Inventar. Ja gut, ein bisschen was haben wir. Snacks haben wir nicht so wirklich. Also das ist unser Sohn. Den rüste ich jetzt mal nicht aus, sondern haben wir die ganze Zeit in der Hand. Gut, ich glaube, das sollte fast reichen. Den machen wir noch auf. Und den hier hinten auch noch. So. Jetzt gucken wir mal, wo wir hin können. Koffer sind ja echt weit geflogen. Ne? Ja, war ein Stein. Komm, machen wir den noch auf. Ist ja wie so Überraschungseier. Man weiß nie, was drin ist. So, kurz in seinen Tagen. Ja, gut, zwei Snackriegel haben wir. Das ist nicht so viel. Nee. Gut, Medis haben wir voll. Dann laufen wir jetzt mal los. Suchen wir uns erstmal eine kleine Behausung, wo wir hin können. Wir haben uns niederlassen können erstmal. Provisorisch. Okay, hier sind wir am Wasser. So weit weg vom Wasser waren wir nicht. Wir haben Glück gehabt, dass wir nicht ins Wasser gestürzt sind. Dann gehen wir mal in die Richtung. Finden wir ja noch Brauchbares. Next Bike. Ich glaube, das können wir gebrauchen. Nee, das können wir nicht gebrauchen. Ah, Schildkröten, das ist gut, das können wir gebrauchen. Dann können wir uns Wasserbehälter davon bauen. Na, kommt ihr ran? Ich will euch nur streicheln. Ach, Junge, das dauert mir zu lange. Der lebt ja noch. Alter. Mich verarschen? Na also. So, und den brauchen wir auch. So. Ja. Die beiden lassen wir mal. So. Stöcker brauchen wir alles. Diese dominanten Steine, ne? So. Da ist ein Container, da
sind noch mehr Stöcker. Und Alkohol. Alkohol kann uns nachher sehr wichtig sein, wenn wir Feuerpfeile machen. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Erstmal benutzen wir auch so ein paar. Gut, Stöcker haben wir genug. Lumpen brauchen wir, also Lappen. Da war kein Alkohol dabei. Nee. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Alkohol. Kann das sein oder was ist das? Ja, sehr schön. Gut, Alkohol haben wir auch genug. Zum Verteidigen. Das geht sonst nicht. Man weiß nie, was uns hier jetzt über den Weg laufen könnte. Von Eingeborenen bis irgendwelchen gefährlichen Tieren wie Krokodilen und so. Gut. So ein Platin, den können wir da ja schön zum Bombenbauen benutzen. Stöcke haben wir ja genug. Gut, der ist auch schon voll. Die Scherben sollen ja Glück bringen. Aha, eine Liste. Na. Was haben wir hier drin? Ist nichts drin, außer Wasser. Gut. Das Wasser sieht noch ziemlich sauber aus, also hier scheinen nicht viele Touristen zu kommen. Wie es aussieht. Nichts drin, nee. Da sind noch Schaltplatten. Ja, wir sollten uns langsam mal eine Behausung suchen, wo wir unseren... Was ist das? Ein kleines Stein gesammelt, ja, ganz toll. Es wird nämlich demnächst auch dunkel. Dann sollten wir doch mal versuchen, dass wir eine Stelle haben zum Schlafen. Da hinten läuft was. Ja, das sind Eingeborene. Das müssten die Eingeborenen sein. Zwei auf einmal, naja, das ist noch ein bisschen schwer für uns. Wir sollten in die Richtung wieder gehen. Ja, super. Das war jetzt keine so gute Idee. Ich bin dann mal weg. Jetzt hängen wir hier oben, das ist nicht so gut. Wir könnten mal Folgendes machen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Feuer brauchen wir nicht noch nicht. Haben wir jetzt keinen Platz. Das war falsch, was ich immer. Da sind sie. Inventar. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Und, ja, super, ich habe noch keine.
fehlt da jetzt noch? Ein Seil. Ein Hammer. Genau, das haben wir schon mal. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind Federn. Da unten sind Vögel, da könnten wir uns Federn holen, aber irgendwie habe ich jetzt das Problem, dass ich nicht mehr runterkomme. Das gebe ich mir jetzt aber nicht nochmal. Willst du auch Stress hier? Hä? Lauf lieber weg. Noch mehr. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Ich hab keinen Bock drauf. Genau in die falsche Richtung gelaufen, habe ich so das Gefühl. Direkt drauf zu, ey. So, hier können sie uns nicht kriegen. So, einmal da hinten hinzukommen. Die sind ja jetzt keine Krokodile, weil dann haben wir eine schlechte Karte hier. Ich hoffe mal, dass wir auch was Geeignetes finden, wo wir das niederlassen können erstmal. So einigermaßen sicher müssen wir ja schon sein. So ein eingeborenen Dorf hinzuziehen, das ist ja schön vielleicht, weil schon alles fertig ist, aber doch irgendwie Lebensmittel. Ah, leck mich doch. Kommen sie schon wieder. Jetzt wird es langsam auch dunkel. Sollten wir ja in die Richtung. Da traue ich mir jetzt gerade hin. Die Eingeborene doch relativ viel sind gerade. Auf jeden Fall was zu essen machen, was zu trinken. Damit wir ein bisschen vielleicht schon mal die erste Nacht überleben. So. Sieht sauber aus. Dann laufen wir mal in die Richtung. Flugzeug, hallo! Ja! Sieht mich nicht.
Oh, das muss doch jetzt nicht sein. Wollt ihr mich verarschen? Bin neu hier auf der Durchreise. Gerade immer nur zu zweit auftauchen. Das ist natürlich ein Vorteil für uns. Oh, ein Wildschwein. Oha, der ist ein bisschen bewaffneter. Die sind mir zu viel zu früh, sind die mir da. Beim Anspielen, da sind die nicht so früh aufgetaucht, da sind die erst relativ spät aufgetaucht. Na? Alter. Was war das jetzt? Ein bisschen Fleisch. Ja, der Kopf kann nicht mehr. Ja, die sind weg. Ah, das kann man nicht essen. Scheiße, das war vergiftet. Bisschen Licht anmachen, sonst wird es ein bisschen dunkel. Ja, das ist momentan unsere Lichtquelle, nicht lachen. Ich will jetzt gerade auch nicht so weit in den Wald rein. Erst wenn es wieder ein bisschen heller ist. Dann machen wir Folgendes. Ich auch was zum Schlafen, damit wir die Nacht überleben erstmal. Und zwar, hoffentlich habe ich da irgendwelche Materialien. Blätter haben wir keine. Jagdunterstand. Das könnten wir uns bauen. Was brauchen wir denn da? Also, wir brauchen Steine. Und wir brauchen Baumstämme, 7 Stück. Ja, toll, das ist so arschdunkel hier. Das ist, da gibt es einen Ast raus, das ist nichts. Der sieht cool aus. Lass mal den in die Richtung fallen. Ich muss unbedingt was essen, das ist jetzt nicht mehr schön. Beiden schon. Okay. 4 haben wir. Da ist der Wald. Man sieht ja schon einigermaßen wieder was. Oh Mann. Ja, machen wir mal Folgendes. Snacken wir uns kurz ein und trinken eine Soda.
bevor wir uns unser köstliches Wildschwein genehmigen. Einen brauchen wir noch, okay. Im Dunkeln sieht alles ein bisschen anders aus hier. Wo sind sie denn? Hä? Oh, das passt gerade einer noch. Liegt der andere da? Den nehme ich auch noch mal mit. Über den haben wir den. Jetzt brauchen wir noch einen Stein. Wie viele Steine brauchen wir dann? Einen. Jetzt können wir mal eine Runde pennen. Und speichern können wir natürlich auch. Wir speichern erst. Okay, das ist der alte Spielstand. Nehmen wir 9. So. Speicher, Speicher. So, und jetzt können wir schlafen. So, jetzt ist es wieder hell. Dann können wir das Licht gerade ausmachen. So. Und wir müssen was essen. Lass mal einen kleinen Snack machen. So, und eine Soda hinterher. So, wir müssen unbedingt Stöcker sammeln und wir müssen uns eine richtige Bleibe suchen. Beziehungsweise. Wieso bleiben wir eigentlich nicht hier? Ist das hier gefährlich? Da haben wir Reusen, so wie es aussieht. Sind doch Reusen, oder? So Fischer. Fischereiteile, so. Ich weiß nicht, wie man das richtig nennt oder so. Gut, da unten muss man ja nicht unbedingt hin. Wir sind nah am Wald und am Gebirge. Ja, eigentlich können wir auch hier bleiben. Haben wir ja Wald, haben wir ja da. Ich glaube, wir bleiben hier. Das sieht gut aus. Federn, Federn, wir brauchen Federn. Komm her! Gut, immerhin. Gut, brauchen wir eine kleine Hütte, bauen wir uns jetzt. 82. Damit wir ein bisschen überleben können. Oder besser gesagt, damit wir einen Unterschlupf haben. Ja, vielleicht nicht die Seite, sondern darum, weil die kommen ja meistens so von da. 89. Okay. Nee, nicht die Taste. Die Taste. Wo gibt's denn das? Ein Trockengestell braucht man natürlich auch. Ich glaube, da haben wir, glaube ich. Da haben wir, glaube ich, alle Materialien, die wir brauchen. Ein Stock brauchen wir noch. Natürlich, immer ein Stock. Hier liegt. Nee, das war nur ein Schatten. Und ein Trockengestell brauchen wir natürlich auch. Das bauen wir auch gleich hin.
Das. Brockengestell. Das bauen wir uns mal hier vors Haus. So. Da haben wir nix. Ich glaube, da hat er gerade jemand. Oder ein Vogel. Das ist sehr gut. Den können wir hier schon mal reinbauen. Dann fangen wir mal an, alles abzuernten hier. Also wir brauchen ja eine Menge jetzt. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Äste, wir brauchen Stein. Also ein bisschen was brauchen wir jetzt. Gut. Stein ist immer gut, brauchen wir. Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt brauchen. Nee, da brauchen wir nur noch einen Stock. Oh, das war ja. Ja. Gut, das ist unser Wasserbehälter. Fürs Erste. Da brauchen wir aber mehr Baumstämme. Trockenumständer, den können wir gleich auch fertigstellen. Es nimmt ja schon Form an. Ja, also im Moment ist alles ruhig hier, Gott sei Dank. Das Einzige, was hier so... Da sind Lurche. Ist gerade ein Eichhörnchen? Ah, wir sollten uns da vielleicht auch noch eine bessere Axt bauen. Vielleicht kostet das nicht so viel Energie später. Das ist ein dicker Baum, der dauert ein bisschen länger. In die Richtung bitte. Das geht aber auch noch. Ja, wird schon schön hier. Nicht ganz gerade, aber immerhin. Was will man erwarten? Ich bin ja einfach nur hier abgestürzt. Da kann man jetzt kein Ingenieur sein. Weile dauern. So, ich brauche noch Stöcke.